Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im European Talk Simulator Nummer 2. Wir stehen mit unserem Scania hier in Zagreb und machen uns auf den Weg in Richtung Schweiz nach Zürich und wollen uns mal die neuen Schweizer Gebiete angucken. SCS hat die Schweiz ja ziemlich bearbeitet und das will ich mal sehen, wie das Ganze jetzt aussieht. So, dabei werden wir allerdings nicht über München fahren, ich zeige euch mal kurz die Map, sondern wir fahren einmal ein bisschen quer über die Alpen, einfach schöner. Hier in Innsbruck vorbei, Richtung Zürich. Wir hätten noch oben in München über die Autobahn fahren können. Aber dann fehlt uns jetzt ein bisschen die Alpenüberquerung. Und da hatte ich eigentlich Bock drauf. So, dann los. Nee, abstellen wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich losfahren, genau. Ich bestelle hier um eine Kurve. Wir haben letzte Folge schon ein bisschen den LKW kaputt gefahren, auch wenn ich dafür sorge, wenn da größtenteils auch der Controller schuld dran war, der mal wieder ausgegangen ist. Ich hoffe, ich habe es jetzt ein bisschen besser hingekriegt, dass der besser funktioniert. Ich habe meinen PC ein bisschen anders positioniert, dass vielleicht die Verbindung besser ist, keiner. So, jetzt müssen wir mal gucken, rechts lang, ne? Ja, ich wollte ja eigentlich wieder ohne Navi fahren, wir fahren wieder mit Sprachausgabe. Ne, wir müssen links lang, gut, dass ich mal geguckt habe. Rechts lang kamen wir her, wir müssen aber links lang. So, oh, dann nehmen wir vielleicht sogar noch mit. Wir müssen ein bisschen warten hier. Der Skoda. Demnächst links abbiegen. Ach, mach ich den hier schon wieder. Ja. Biege nach links ab. Und dann geht es auch gleich wieder auf der Autobahn drauf. Da oben ist er schon. Und wir verlassen Blato. Wo wir gerade Pause gemacht haben. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze aussieht. Innsbruck ja auch eine schöne Stadt. Ich glaube nicht, dass wir da langfahren können, aber es wäre schon cool, oder? Ich mache wieder Experimente. Gleich ist mein LKW wieder kaputt, ich weiß. Warum bin ich jetzt in Gang 10? Einfach mal gucken, was passiert. Schade. Das hätte ich jetzt gefeiert, wenn man da lang fahren könnte. Aber schade Schokolade leider nicht. Weil es gibt ja ab und zu so ein paar Geheimwege. Die baut SCS ja gerne mal ein. Und gut, ich habe jetzt die ganzen Markierungen hier aus. Sieht davon besser aus. Weil sonst überall diese roten X'e sind. Ich weiß nicht. Ist natürlich das Risiko groß, dass ich mich verfahre, wie letzte Folge. Mit dem Autobahnkreuz in Zagreb. Das war auch eine aufregende Folge, ja. Leicht aufgeregt. Ganz leicht. So, Scania-Händler haben wir auch noch entdeckt. Haben wir, glaube ich, schon ein paar schon mal gefunden. Wir können noch mal hoch Richtung Schweden noch mal fahren. Denn diese Scania, ich glaube, das ist die Scania. Testanlage. Die haben sie, glaube ich, umgebaut oder neu gebaut. Fahren wir in die richtige Richtung? Ja, fahren wir. Okay, ach, wir sind ja gar nicht auf der Autobahn. Jetzt vielleicht nochmal hier. Oder zumindest noch nicht auf der richtigen Autobahn scheinbar. Zwei Spuren, perfekt. Links halten, sagt er. Habe ich jetzt schon wieder gemacht. Och nö. Drehen wir jetzt echt noch eine Ehrenrunde? Er sagte doch links halten. Hatte ich gesagt, dass das Risiko groß ist, dass man sich hier verfährt? Dann drehen wir eine Ehrenrunde. Dann ist es so. Bitte rechts halten. Nicht die erste in diesem Projekt. So ein paar Runden schon mal hier gedreht. Ich meine, richtige Kleeblattkreuzung, die bieten sich auch dafür an. Dass man hier so noch mal eine Ehrenrunde drehen kann. Aber das ist ja kein richtiges Kleeblatt hier. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Genau. Wieder raus hier.
Und dann müssen wir hinten noch einmal rumfahren, wo wir vorhin Start sind. Also Return to Start. Haben wir wieder zurück. Aber so haben wir uns Autobahnkreuz nochmal angesehen. Und noch ein paar Straßen erkundet, die man vielleicht sonst nicht erkunden würde. Ich muss mal gucken, in welchem Land wir jetzt das meiste erkundete Gebiet haben. Das können wir ja auch sehen. Links halten, denke ich. Beziehungsweise geht gar nicht anders. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ah. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Und jetzt hier noch einmal die Ehrenrunde. Welcome back to Plato. Irgendwo kenne ich das hier, der Ort. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Und jetzt nochmal links, rechts. Und das habe ich dann gerade falsch gemacht. Nicht, dass ich wieder falsch fahre. Biege nach links ab. Gucken wir gleich nochmal auf der Map an. War ich denn lang? Okay, der Controller war aber nicht aus. Dachte gerade schon, wollte schon wieder meckern, weil er irgendwelche komischen Spirenzchen macht. Da können wir immer noch nicht langfahren. Ja, wäre interessant gewesen, so eine Küstenstraße hier einfach. Manchmal hat er aber auch deutlich, lenkt auch deutlich länger. Das ist auch ein Controller-Problem. Weil manchmal lenke ich, habe ich schon lange aufgehört zu lenken und er lenkt trotzdem wesentlich mehr ein. Profi im Bordstein mitgenommen. Besonders gut für Reifen, habe ich gehört. Links halten, ne? Rechts halten. Jetzt gucken wir nochmal. Jetzt haben wir nämlich, hier sind wir nämlich jetzt mal falsch gefahren. Genau, wir müssen jetzt rechts halten. Jetzt. Genau. Oh, nein, stopp. Jetzt ist der Controller ausgegangen. Genau an der Stelle, wo ein Controller nicht... Ey, der will mich ärgern. Er geht die 5 Minuten nicht aus und an so einer Stelle, wo wir hier direkt auf so einen Poller zufahren, geht der aus? Ernsthaft? Kriegen wir das noch hin, ohne dagegen zu fahren? Nein, kriegen wir nicht hin. Das ist doch Spiel. Also, sorry, das ist einfach nur... Das ist einfach nur gemein. Das ist einfach nur gemein. Wir werden jetzt richtig Schaden kriegen, weil dieser LKW dagegen gefahren ist mit 39 km/h. Das ist ein Dreck, ist das. Ja, 9%. Jetzt hat gerade die ganze Zeit gut funktioniert. Ach, jetzt einfach weiter hier. Aber die schlimmste Situation, wo dieser Controller ausfallen kann, direkt auf so eine Kante zugefahren. Muss ich mir mal was anderes überlegen, aber ich da war keiner dabei. Hoffe ich nicht, ich bin weggeworfen. Ich habe jetzt extra alle Treiber nochmal überprüft. Ja, lass mich auf die Straße drauf, Line Assistant. Denk mal links halten, wenn er nichts sagt. Maribor, kommen wir ja her. Bin ich ja gleich mal gespannt, ob wann wir dann auf der Landstraße drauf waren. Ist das hier direkt schon durch die Grenze? Nee, ich glaube. Das ist mal Maut hier, denke ich. Oh, hey. Ja. Sieht nicht nach einer gewöhnlichen Mautstelle aus. So nah an der Grenze hier. Tatsächlich. Wir jetzt geht schon rüber wieder nach. Ach ja, stimmt, nach Slowenien. Wir sind ja gerade kurz in Kroatien gewesen. Marburg, also das Marburg in Slowenien, also Maribor, liegt ja in Slowenien, wie gesagt. Und nicht in Kroatien. Deswegen müssen wir natürlich nochmal die Grenze überqueren. Dann müssen wir nochmal rüber nach Österreich. Und dann.
Stopp! Sag mal, du bist aber... Was? Gehst du immer in der Situation... So, und ab hier fehlt leider das Musikaudio und da ich keinen Bock hatte, die ganze Zeit LKW-Geräusche nachzumachen, habe ich ein bisschen Musik dahinter geschnitten. So, weiter geht's. Ich habe jetzt endlich ein Kabel gefunden, mit dem ich hier den Controller anschließen kann, und zwar von einer Webcam. Ist nicht ideal, aber geht. Also ich kann jetzt keine Webcam benutzen. Gut, ich nehme jetzt eh gerade keine Webcam, aber wäre ein bisschen doof, wenn ich später mal irgendwie im Stream irgendwie ein bisschen ETS fahren will oder so. Da muss ich mir noch eine Lösung überlegen, aber es läuft erstmal. Jetzt sollte der Controller auch nicht mehr ausfallen. Oh, ach, wir müssen hier recht lang. Gut, dass ich das nicht gesehen habe. Nee, Profi hier. Und jetzt geht's endlich weiter Richtung die Schweiz. Richtung Schweizer Lande. Noch keine Schranke, das ist gut. Können wir auch einfach so durchheizen. Wo sind wir jetzt gelandet? Noch jetzt nach... Schon in Österreich gerade rübergefahren? Oder was ist das jetzt für eine Grenze gewesen? Mal auf die Map gucken. Das Ding ist nämlich, ich habe das letzte Mal gestern aufgenommen und hatte dann keinen Bock mehr, nach der Controller ganze Zeit rumgesponnen hat. Wir sind gerade nach Slowenien rübergefahren. Genau, wir sind ja in Kroatien gestartet. Deswegen ist es ein Tag später. Wir wussten jetzt auch nicht mehr so ganz, wo wir waren, aber wir sind an der Grenze von Slowenien gewesen. Jetzt geht's weiter. Auch müsste ich bald schon wieder rüber nach Österreich gehen, denke ich. Problem ist ja nicht so lang. Ein bisschen fahren wir jetzt hier erstmal. Interessant, du kannst dann zur anderen Seite rüberfahren, um dort dann den Rasthof zu benutzen. Eine interessante Konstruktion, hat man nur auf einer Seite einen Rasthof gebaut. Man kann halt hier die Ausfahrt nehmen und dann rüberfahren. Wir sind bei 90, dann können wir auch mal einen Tempomaten reinsetzen. Und jetzt ist es ein bisschen autobahnlastig, aber wir werden noch Landstraße fahren, keine Sorge. Links halten, jawohl. Ich bin auch gewundert, wir fahren ja erst in Österreich runter, dann geht es dann Innsbruck vorbei. Das wird schon eine sehr interessante Fahrt, vor allem durch die Alpen. Ich glaube, sehr, sehr gut aussehen. Mal durch den nächsten Tunnel wird auch nicht der letzte sein, denke ich. Mal geradeaus. Wird nichts gehört, dass er gesagt hat, bitte rechts halten oder so. Haben wir gerade nur 80 oder weswegen meckert er? Keine Ahnung. Fahren wir mit 90 weiter. Ich glaube, wir dürfen eigentlich nur 80. Egal. Sag ich so lange, ich sage so lange egal, bis dafür die Polizei hier irgendwo steht. Jetzt scheint er nicht mehr zu meckern. Das heißt, Ljubljana sind wir jetzt. Jawohl. Und wir nähern uns den ersten Bergen da im Hintergrund. Ist das schon Alpen da? Das ist gar nicht. Bis was alles zu den Alpen denn zählt. Wir werden auf jeden Fall Berge sehen und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Bergpass fahren. Ich muss mal gucken. Ja, denke, wir bleiben links. In Österreich schon ausgeschildert hast. Jawohl, Villach sind wir schon ausgeschildert. In Österreich. 80 jetzt.
Da wieder meckern. Blut. Bleib aber gerade eiskalt bei 90. Die Polizei, wenn die auf der anderen Seite ist, erwischt. Ich nehme alles zurück, sie erwischt uns. Okay, gut zu wissen. Das war nur ein Test. Ich wollte wissen, ob die Polizei uns auf der Gegenseite erwischt. Wenn die da steht, ja, tut sie. 80 gedurft. Das will ja so. Bin ich selber schuld dran. Nur weil ich nicht bremsen wollte. Ach, da war gar nicht der. Mein Blinker hat er sich auch schon wieder umgeschaltet. Warum hat sich denn der ganze Controller hier weggeschaltet? Moment. Ach, das ist schon wieder ein Mist hier. So. Links, rechts. Warte, geht. Lenker funktioniert, das wollte ich gerade nochmal kurz testen. Und ich glaube, wir fahren jetzt wirklich hier schon auf die Alpen zu. Rechts auch ein schönes Kraftwerk, oder was ist das da? So aus, ne? War interessant. Fahren auf jeden Fall jetzt in die Berge. Oh, eigentlich Österreich ist jetzt noch nicht bei Alpen. Wir sind ja jetzt noch im flachen Bereich von Österreich. Deswegen. Wir sind ja noch nicht mal in Österreich, deswegen eigentlich sollten das nicht hier die Alpen sein schon. Wisst ihr, welches Gebirge das schon ist, die in diese Berge gehören? Dann schreibt mal gerne rein. Aber auf jeden Fall schon mal cool. Was zählt das noch als Alpenausläufer? Keine Ahnung. So habe ich mir die gesamte Fahrt jetzt hier vorgestellt. Schön Panorama die ganze Zeit. Und wir müssen uns, glaube ich, gleich wieder rechts halten. Ich denke, hier sind auch keine Kontrollen. Gesehen, dass er bremst? Müssen wir einmal kurz stoppen aus irgendeinem Grund. Dann wahrscheinlich die anderen Autos vorlassen müssen, keine Ahnung. Bin dreisterweise nicht wirklich zum Stehen gekommen. Und jetzt sollten wir dann gleich auch in Österreich sein. Stehe ich auf meinem Maut hier. Euro, ja. Oh nein, 16%. Wo habe ich denn die 16% jetzt bekommen? Oder hatte ich vorher schon so viel? Ich glaube, wir haben unseren LKW so langsam wieder richtig kaputt gefahren. Ich bin so ein bisschen, glaube ich, dran gerumpelt an. Ja, fahr einfach. Sogar einspurig hier weiter. Ja, cool. Immer noch die Sava hier.
Guido klingt aber nicht nach Österreich. Wo sind wir denn jetzt? Lass mal schauen, ob wir jetzt schon in Österreich sind. Doch, wir sind gerade gleich über der Grenze. Richtig Klagenfurt, da waren wir auch noch nicht. Da wollten wir auch mal hin irgendwann. Aber wir waren dann so vielen schönen Orten noch nicht. Wir werden sie eines Tages alle mal abklappern. Wie schnell dürfen wir eigentlich? 80? Normalerweise haben wir Abstandstempomat drin, der sollte uns ja auf die Geschwindigkeit halten vor uns. Na, guck mal, hier wird auch die rechte Röhre gerade gebaut. Die zweite Seite. Sehr cool. Wollte mich gerade. Alter. Spiel! Der Line Assistant funktioniert manchmal auch nicht so wirklich. Der legt mich hier in alle möglichen Richtungen. Und hier muss ich auch manuell bremsen. Irgendwie die Assistenten sind gerade nicht so ganz aktiv in dem Gebiet. Auch in der Mitte durch, ich gehe davon aus. Und jetzt sind wir endgültig in Österreich. Das ist die Frage, wo müssen wir hin? Ich glaube aber nicht Richtung Wien und Klagenfurt. Ich glaube, wir fahren geradeaus weiter. Salzburg klingt richtiger. Und Italien. Okay. Hier würde ich jetzt Richtung Italien. Alter Kollege. Warum fahrt ihr so langsam hier? Machen wir. Und Arnold Stein. Sehr cool. Sind wir wirklich schon hier fast im Alpengebiet? Kollegen. Hallo. Das ist hier zweispurig jetzt. Okay. Ich glaube, die KI kommt mit dem Gebiet noch nicht so ganz klar. Ich weiß nicht, was die hier machen. Aber egal, ich fahre weiter. Ja. Entscheidet euch mal. Dankeschön. Dein Tank ist... Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Haben wir keine Warnung gekriegt dafür oder so? Okay. So, Notfallbetankung können wir auch mal machen. Sehr schön. Immer noch was Neues. Die Folge ist jetzt schon die reine Chaos-Folge. Zieh an mir vorbei. Nein, die aber auch hier vorbei. Ja gut, wir fahren ja auch noch 50, ne? Und weiter Richtung Salzburg Tauerntunnel. Und Großglockner, da sind wir ja letztes Mal hergekommen sogar. Im wunderschönen Pass, den haben wir schon gesehen. Bin mal gespannt, wie das Gebiet jetzt hier aussieht. Aber wenn man das wirklich vergleicht mit dem alten Österreich in SCS. Ich meine, gut, ein bisschen wurden die Alpen ja schon dargestellt und die Berge, aber es ist schon nochmal ein großer Unterschied. Der nächste Tunnel, ist das dieser Tauerntunnel? Keine Ahnung, glaube nicht. Tauerntunnel ist größer. Na, dürfen wir nur 80 wahrscheinlich gehen können, oder?
Dafür dürfen wir in Österreich generell nur 80, ne? Kann das sein? Jetzt sind wir erstmal ordentlich hoch hier. Weiter Richtung Salzburg, Bischofshafen. Michael im Limgo, okay. Dann. Das sind jetzt, wie viele Spuren sind denn hier oben angegeben? Muss das denn Ding denn sein? Ui, ist aber wirklich riesig die Anlage hier. Ja, cool. Wir bleiben ganz recht. Bei den LKWs. Eine Schranke, sehr schön. Wie? Schon wieder? Ich dachte, ich kann jetzt mal ein paar Kilometer damit fahren. Die Notfallbetankung war wirklich nur bis zur nächsten Tankstelle gedacht. Wo ist denn eigentlich die nächste Tankstelle? Ich habe keine gesehen auf der Fahrt bisher. Wäre dann eine vorbeigedonnert? Nö. Die nächste Tankstelle ist hier oben. Wir könnten nochmal Notfallbetankung machen und hoffen, dass das reicht. Das ist ja doof. So wenig werden wir dann nur betankt. Lohnt sich ja gar nicht. Dann können wir nochmal eine Notfallbetankung machen. Alter, Chaosfolge. Notfallbetankung. Jawohl, würde ich ganz gerne. Aber zur Werkstatt will ich jetzt nicht. 50 Liter Diesel? Wie kann das sein, dass wir jetzt schon wieder leer sind? Können wir nochmal eine Notfallbetankung machen? Geht das? Mal einfach sagen, mach einmal. Nee, dann. Okay. Egal. Wir gucken mal weit. Wir kommen. Ich hoffe, bis zur nächsten Tankstelle. Und was müssen wir nochmal eine holen? Ich habe jetzt gedacht, das reicht jetzt mal ein paar hundert Kilometer, aber anscheinend nicht. Haben wir jetzt nur einen Kanister geholt oder was? Ich jetzt gedacht, wir kommen direkt, da ist ein Tankwagen oder so vorbeigekommen. Oder so ein Flugzeug. Kennt ihr diese Tankflugzeuge, mit denen Düsenjets betankt werden? So was hätte ich jetzt erwartet. Hier raus Richtung Bischofshafen-Pongau. Wir wollen ja nicht Richtung München, wir wollen ja hier über den Pass. Und dann an der Tankstelle würde ich sagen, machen wir dann noch Pause. Wir könnten auch hier gleich irgendwo Pause machen. Dann starten wir nämlich mit der wunderschönen Alpenüberquerung hier. Dem Alpenpass, wenn das irgendwie geht. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo hier Zeit haben, Pause zu machen. Mich hier ungern. Gut, wir können jetzt gleich mal vor dem Standreifen stellen. Geht schon. Haben wir nämlich was, worauf wir uns in der nächsten Folge freuen können. Wenn das Ding hier einen Standstreifen hätte. Jetzt ist schon Saalfeld, Bischofshofen. Das sieht schon gut aus hier. Ja, bin dabei. Wir fahren jetzt gleich hier in den Ort rein. Da können wir doch kurz hier irgendwo hinstellen. Eine Bahnstrecke. Kommt ja gleich hier irgendwas lang gefahren? Ein schöner Taurus oder sowas? Mal schauen, wo wir jetzt hier. Da fahren wir durch den Kreisel. Stimmt, da können wir hier unten kurz zu der Firma fahren. Mal kurz abbiegen.
und dort Pause machen. Dann dort die nächste Folge beginnen. Und damit möchte ich mich aber verabschieden. Mir ist gerade kurz die Platte vollgelaufen, bin noch so ein paar Meter nach vorne gefahren, habe zwischen diesen beiden Bussen eingeparkt. So halb gut, möchte ich sagen. Knapp, ja. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge geht es dann über den Pass Weister, ja, in die Berge. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, macht's gut und tschüss.